Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Trading Card Game. Wir versuchen es mal gegen den Feuerclubmeister hier. Unser Deck sollte ja eigentlich sehr gut gegen ihn funktionieren. Theoretisch. Trotzdem glaube ich nicht, dass das zwangsläufig einfach wird. Der Typ ist nämlich nicht so schwach wie ich. Ich habe den als relativ stark in Erinnerung. Deswegen könnte sein, dass der Probleme macht. Nocturne, Kampfenergie. Europe. Na ja gut, ich habe keine Wasserenergie, sondern nur Kampfenergie. Also wird Nocturne wohl den Anfang machen. Europe darf aber auch in die Arena. Boah, der hat echt meine Hüte, zu viele Pokémon draußen. Aber er hat noch Dreckern. Ja, wer weiß, vielleicht hat er dann keine Energie. Er darf auf jeden Fall anfangen. Oh, Chanera, gut, dass ich noch schon draußen habe. Chanera ist ein fucking Tank. Ah, das wird nicht lustig. Ich meine, warte mal, was hast du auf der Bank? Vulcano, Vulcano, Pummeluff, ey. Wäre eine Überlegung wert, aber erstmal haust du den Chanera auf die Fresse. So, und wenn Chanera mich zu sehr nervt, kann ich zu seinem Pummeluff rauswechseln und das One-Shotten mit dem Plus-Power. Sehr gut. Denn ja, Zähneknirschen, das kann, Chanera kann Schaden abwehren. Und wenn es damit Erfolg hat, was es hat, jetzt kann ich ja keinen Schaden machen, aber das werde ich umgehen, indem ich jetzt seinen Pummeluff umbringe. Ja. Doch. Das mache ich. Schnell spielen, schnell spielen, schnell spielen. So, hau dem Vieh auf die Fresse. Das müssten theoretisch, wenn ich nicht ganz doof bin, jetzt 50 Punkte sein und das Vieh, wie gesagt, killen. Dann habe ich den ersten Preis und ja. So viel zum Thema, ich kann dir keinen Schaden machen. Kannst mich mal mit deinem scheiß Zähne knirschen. Hör auf, mit den Zähnen zu knirschen, das ist unhöflich. Nein, du Arsch. Lass das. Ja, er kann jetzt natürlich aufbauen, das muss ich eigentlich verhindern. Oh, yes, Yugong, 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 Yugong. Und ich habe Europe. Wenn ich Yugong rauskriege, hast du Spaß, mein Freund. Ja, ich kann nicht angreifen, beziehungsweise nicht viel tun. Ich hätte die Energie auch auf den Nocturne geben können, aber ich kann ja eh nicht angreifen. Und Yugong macht ordentlich Schaden. Das Problem ist, dass er sich jetzt aufbauen kann. Solange er mit seinem dreckigen Zähneknirschen Erfolg hat. Aber jetzt hat er keinen Erfolg mehr. Jetzt würde es sich lohnen, Nocturne aufzupowern. Energie zu gewinnen. Ich habe keine Energiekarten auf meinem Friedhof. Beziehungsweise auf meinem Ablagestapel. Entwickeln möchte ich eigentlich auch noch nicht. Nee. Ich kann nicht viel anderes tun. Nicht viel anderes tun, außer den Vieh aufs Maul zu geben. So. Einmal noch. Und er wechselt aus. Ja, ist logisch, dass er das auswechselt. Ich meine, ich könnte auch auswechseln. Mach Hollow, du bist jetzt keine Hilfe. Kannst dich auf die Bank gesellen, bist aber keine Hilfe. Ich brauche dringend Energiekarten für Yugong. Das ist jetzt scheiße. Das ist jetzt richtig kacke.
Das ist dumm. Na, Jupp ist der Einzige, der überhaupt angreifen kann. Aber... Was ist seine Energie? Aus drei Energiekarten, um einen Angriff auszuführen. Du. So. Ich hole mal meine beiden Kampfenergie zurück, die ich ja nicht ausspielen kann. Ich überlege, ob ich Jugong schützen soll, indem ich austausche. Ja. Jugong ist zu wertvoll. Wenn das 50 Punkte Schaden abkriegt, dann ist das richtig blöd, deswegen wechsle ich auf Goldini. Obwohl, das sollte ich eigentlich, ja genau. Nakani und One-Shotted, genau. Und die 50 Punkte gehen besser auf Goldini als auf mein wertvolles Yugong. Weil Yugong ist so ziemlich die einzige Hoffnung, die ich im Moment habe, das hier zu gewinnen. Yugong darf nichts passieren. Ich brauche Jugong einfach zu dringend. Eisstrahl war... Genau, kann leben. So. Jetzt kann ich aber immerhin Akani umbringen. Und das meiste von dem, was er hat. One-Hit-Killen. Ja, auch Scharnierer, dich kann ich auch One-Hit killen. Du hast keine Energie auf dir, also nur eine Karte. Du kannst also auch nicht Zähne knirschen. Aber du kannst natürlich mit dem Defender schützen. Das kannst du natürlich, das kann ich dir nicht verbieten. Zwei beliebige, ne? Doch, das mache ich. Da ich dich ja sowieso nicht killen kann, dann kann ich immer noch versuchen, dich zu lähmen. Was nicht klappt. Schade. Ja, der Defender hat es ja eh geschützt und ich hätte es eventuell etwas Glück lähmen können. Dann hätte es wenigstens im nächsten Zug nichts machen können. Was es sowieso nicht kann, weil keine Energie daran anliegt, aber egal. So, erstmal gehen nach Hollow und dann töte es mit Aurora-Strahl. So. Noch eine Kampfenergie. Ich könnte mal Mashok gebrauchen, so langsam. Okay, Fukano macht mir zwar Schaden, ist aber auch... wird auch gewonshottet. Ich sollte jetzt alles einfach weghauen können. So, schon mal den nächsten bereit machen. Und los. Ah, Jürgen ist so ein fucking starkes Vieh, wenn es einmal raus ist. Für drei Energiekarten 50 Punkte Schaden ist halt echt abartig. Und eine davon sogar noch beliebig. Und er hat keine Karten mehr. Ein Basis-Pokémon. Du, das war ein spannendes Duell. Hier, das ist für dich. Ja. Ich muss echt unbedingt Rematches machen, in denen ich keine Schwächen ausnutze. Also zumindest nicht so extrem, weil im Moment spiele ich ja echt mit Decks. Da können die nichts machen, die Gegner. Ja, das ist auch noch für mich. Danke. Rätsel. Lavados. Riskantes Vieh. Es kann zum einen
Karten des Gegners verbrennen, was aber nicht wirklich Sinn macht. Und ja, 80 Punkte Schaden machen, allerdings bei Zahl zeigt der Angriff gar keine Wirkung. Warum gibst du mir Elektroenergie? Du bist dein Meister des Feuerclubs, du sollst mir eigentlich keine Elektroenergie geben. Nicht, dass ich mich beschweren möchte. Bootops, Cat, Mr. Fuji, ja. Und du gibst mir Wasserenergie. Miraplas, ganz okay. So, speichern wir. Ach ja, ich mag das Deck, was ich hier gebastelt habe. Kann ich hier was machen? Kann ich! Ey! Die Musik verrät es schon. Challenge! Ich bin mit dem Deck ganz zufrieden. Hallo! Der erste Challenge-Schlag geht los. Besiege 3 Gegner und gewinne den wundervollen Preis, das Level 60 Mewtwo. Es wird ein Match-Duell mit 4 Preisen ausgetragen. Ja. Möchtest du teilnehmen? Ja. Ich habe ja gespeichert. Ja, wir treten hier jetzt gegen 3 random Gegner aus dem Spiel aus. Also es sind alles Gegner aus dem Spiel. Und es wäre jetzt zufällig, mehr oder weniger zufällig, glaube ich, 3 Gegner ausgewählt. Gegen die wir uns jetzt kloppen müssen. Und wenn wir alle 3 gewinnen, dann bekommen wir ein Level 60 Mewtwo. Nun geht es rund hier beim Challenge Cup. Noch ist Martin der Anwärter. Shark ist der neue Herausforderer. Es gibt 4 Preise. Okay. Lass das Duell beginnen. Aus dem Wissenschaftsclub. Genau, Wissenschaftsclub. Das könnte eklig sein. Er hat nämlich, glaube ich, ein paar Pokémon mit Kampfresistenz. Okay. Deswegen spiele ich auch Krabi. Nur für den Fall, dass ein Viech irgendwie sein Taubsi einsetzt oder ein Dodo oder so. Dann wäre ich mit Machok nämlich ziemlich blöd dran. Also mit Macholo meine ich. Plus Power. Hat das? Ja. Gut, dass ich Krabi genommen habe, weil das hat tatsächlich eine Kampfresistenz. Okay. Ich kann beim ersten Zug leider nicht angreifen. Aber ich kann Familienruf machen und mir das andere Krabi raussuchen, was ich im Deck habe. Und das wird jetzt auf meine Bank gesetzt. So. Ein bisschen das Deck ausdünnen. Okay. Na, fuck. Mit einem Münzverkauf ist gegen... Oh. Gut. Verwirrung ist so ekelig. Nochmal Wasserenergie. Was hat er eigentlich noch? Ein Taubsi. Okay. Dann wechseln wir mal zu dem Taubsi. Boom. Und geben dem Vieh aufs Maul. Und schauen dann weiter. Ui, Golbat. Nicht schön. Nicht gut. Und ich ziehe jede Menge Kampfenergie. Hast du denn einen Grund, jede Menge Kampfenergie zu ziehen? Okay, das Taubsi werde ich los, aber was mache ich jetzt mit seinem fucking Golbat?
viel Kampfenergie brauche ich nicht. Es wird immer noch eine Kampfresistenz. Und ist jetzt voll bereit, mir auch aufs Maul zu geben. Ich bräuchte Kingla. Oder das. Er hat nur Viecher mit Kampfresistenz, ey. Ja, heile ich einfach mal komplett. Das ist echt ein Problem. Was soll ich groß tun? Wenn ich mal aufhören würde, Kampfenergie zu ziehen. Das ist so eklig. Das macht leider nur 20 Punkte Schaden. So, das ist jetzt erstmal weg. Ich denke, ich kann ihn... Nee. Nee, das wird nix. Das wird so absolut nix. Und er heilt ja alles wieder weg. Mit seinem Blutsauger. Oder auch nicht. Ich kann das Vieh killen. Schön. Oh, komm. Hör doch mal auf jetzt. Warum ziehe ich eigentlich alle Kampfenergie? Bitte, Spiel. Gib mir ein Wasser-Pokémon. Wobei mir jetzt auch nichts rüber, weil ich nur fucking Kampfenergie habe. Ich habe wirklich alle Kampfenergie, die ich im Deck habe, gezogen. Also vier? Doch. Ich glaube, ich habe nur noch ein oder... Ich habe höchstens noch eine einzige Kampfenergie in meinem gesamten Deck. Das ist wirklich mega, über, ultra, super, special, awesome, über Pech, was ich habe. Das ist offiziell das Duell in dem gesamten Let's Play bisher, wo ich am meisten Pech habe. Was das Ziehen von Karten angeht. Schlimmer geht's gar nicht. Das ist echt mega, überschlimm. Was ich für einen Scheiß zusammenziehe. Boah. Guckt euch das an. 8 Kampfenergie. Schon gezogen. Minimum. Die brauche ich Macholo gar nicht geben. Macholo ist absolut nutzlos. Ich kann Krabi eine geben. In der Hoffnung, irgendwie mal Wasserenergie oder sowas zu ziehen. Und tja. Und leider muss ich mich hier selber killen. weil, ja, ich kann nichts machen. Ich bekomme irgendwie keine Wasser-Pokémon, keine Wasserenergie. Wobei der, wo man auch sagen muss, einen schlimmeren Gegner hätte es nicht geben können. Der ist wirklich ein Hard-Counter gegen dieses Deck. Einfach aufgrund der Tatsache, dass das dumme Arschloch halt echt... Ey, verloren. Und halt Kampfresistenz ohne Ende hat, das total widerlich ist. Ja, ist egal. Ich habe eh keine Preise mehr. Na doch, ein. Boah, jetzt zögert es auch noch hinaus, oder was? Ja. Ey, Gold King, hi.
Warum muss ich eigentlich an den Hard-Counter geraten? Von allen Trainern in diesem Spiel erstmal der dieses Deck, was ich ja perfekt countert. Mit seiner Kampfresistenz und dann noch das Pech, alle Kampfenergiekarten, die ich im Deck habe, hintereinander wegzuziehen und dann zweimal Gold King zu ziehen. Könntest du vielleicht jetzt 30 Punkte Schaden machen und mich killen oder so? Ist das machbar? Oh. Junge, mach doch mehr Schaden. Ja, ach, weißt du was. Du, Reset. Die Folge wird ein bisschen länger. Ja. Ja, halt's Maul, mach einfach. In der Hoffnung, jetzt einen seltenen Gegner nochmal zu kriegen. So. Kampf raus, alles an Kampf raus. Du, du, du. Ich habe alle Kampfenergie gezogen, nichts anderes. So. Welchen anderen Typen tue ich denn rein? Ja. Ja, das kannst du mal auseinandernehmen. Du, 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 du. Mir ist das dämlich. So ein kleiner Bastard. So. Bist dich Kampfenergie. Soll ich mit Pflanze daran gehen? Oder ein Elektrowasserdeck machen? Elektrowasser wäre, glaube ich, ganz gut. Du bist ganz cool. Du bist schlecht. Du bist, genau, du bist der Gute. Ich habe nicht gerade gute Elektro-Pokémon, aber hey. Uff. Ich weiß nicht mal, ob das jetzt besser funktioniert. Ja. Ey, wir haben einen anderen Gegner sogar. Schade. Ich wollte mich rächen. Sag mal, das Spiel hat gerade Spaß dran, mich hart zu countern, wa? Das ist schon wieder ein Hard-Counter. Der hat Elektroresistenz. Alter Spiel, fick dich einfach nur, ganz ehrlich. So ein dummes Arschloch gerade. Spiel. Ja, der hat eine Elektroresistenz. Warum gibt es mir jetzt eigentlich immer Gegner mit Resistenz gegen die Hälfte von meinem Deck? Jetzt Kampfresistenz, jetzt Elektroresistenz, wa? Aber ich wusste nicht, dass der Gegner sich ändert, wow. Dachte, das wäre festgeschrieben. Und wenigstens habe ich jetzt mal Wasser-Pokémon. Ey, geil. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Wo wart ihr eigentlich alle? Habt ihr euch einen schönen Urlaub gemacht? Oder was war los? Ich habe euch gesucht. Konnt euch nirgendwo finden. Wo wart ihr, Kollegen? Und das hätte ich natürlich über ein Pflanzendeck. Ach du, oh, du bist so ein Arschloch. Warum hast du Bill und ich nicht? Ich habe viermal Bill im Deck. Eigentlich sollte man meinen, dass ich so langsam mal wieder einziehe. Ich hatte im letzten Duell übrigens auch keinen. Und jetzt wieder nicht. Die Chancen, dass es passiert, sind etwa 200 Milliarden. Und denkt, ui, Professor Eich, den setze ich ein. Ja, das, die Hand ist absoluter Scheiß. Den setze ich ein. Welchen Abfall hast du noch auf dem Deck?
Kannst du mir sowas von sicher sein, dass ich deinen scheiß Onyx da weghaben will? So. Und Professor Eich, komm. Gib Karten her. Die Hand ist zu schlecht. Jugong. Was? Habe ich schon eine gespielt? Was soll das? Ich hätte noch gar keine Energiekarte gespielt. Nee. Hey, Elektroenergie. Zweimal. Kann ich nicht mehr angreifen. So. Hat all diese fucking Tanks, aber die sind sowas an Dicks relativ langsam. Ja, das ist egal. Das ist vollkommen egal und irrelevant. So. Jugong. Oh, Jugang, du bist so toll. So. Stirb. Raichu, jetzt brauche ich noch einen Pikachu. Onix macht mir so gut wie keinen Schaden. Ist halt nur ein riesiger Tank. Dupidu. Und jetzt ziehe ich alle Elektroenergie, die ich in meinem Deck habe. Also ich kann mal Elektrik hochpowern. Ems. Aber ich glaube nicht, dass du dich so schnell aufstellen kannst, mein Freund. Dass das für dich funktioniert. Auch wenn ein Rihorn mich gerade nervt. Ich mag Rihorn nicht. Ich möchte vielleicht mal Tränke in meinem Deck. Sehr schön. So, verlangsamen will ich doch direkt. Schade, warum habe ich eigentlich kein Magneton? Und sollte meinen, ich hätte ein Magneton. Habe aber keins. Egal. So, stirb Onyx. Ja, die ganzen Elektro-Pokémon bringen mir eh nichts. Die haben alle eine Elektroresistenz. Fuck you. Alter, wie viele Energiekarten hast du, Bastard? Ja. Electric braucht nur zwei Dinger. Vielleicht hätte ich auch auf Lähmung gehen sollen. Wohl nee. Hätte ich nicht. Wenigerhin hast du Pech. Das ist schön. Jetzt habe ich wieder Glück. Gut. Ich meine, bisher hatte ich auch die meiste Zeit im Let's Play relativ viel Glück. Und seit wann habe ich eigentlich das Goldini auf der Hand? Ich sollte mal besser aufpassen. So. Ach ja. Jugong! Ich liebe dich! Jugong, bestes Pokémon ever. Das ist schon eine gute Karte. Definitiv. Jugong ist eine gute Karte in diesem Spiel. Oh, doppelte Farblosenergie. Aber du kriegst deinen Onyx dann niemals weg. Das wird, glaube ich, 3 Rückzugskosten. Also... Das kriegst du da nicht weg. So schnell. Außer du hast einen Tausch. So. Noch ein Angriff und das war's. So. Haben wir den ersten. Na gut, dann halt noch ein Angriff mehr. Und Kollege, als ob das irgendwas nützt hier.
So. Hoher Strahl. Im nächsten Zug bist du aber tot. Warum hast du jetzt einen Punita? Immerhin, das könntest du sogar angreifen mit Elektro-Pokémon. Ich denke, ich gehe als nächstes auf Wasserpflanze. Mal schauen, was das so wird. Doch, Wasserpflanze-Deck mache ich, glaube ich, als nächstes. Obwohl, mal schauen. So. Arschloch. Herzlichen Glückwunsch. Regenerist Shark. Danke. Wasserclub. Du bist aus dem Wasserclub, das weiß ich. So. Du bist aus dem Wasserclub. Das heißt, ich werde ein Elektro-Pflanzendeck gegen dich machen, um dich hart zu countern, Junge. So. Erstmal 30 Lore hin. Will ich meine Tangela-Dreiergruppe wieder drin haben. Zusammen möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Nidoran männlich nehme ich mal rein. Und Pinsir, und dann möchte ich noch was an den Energiekarten ändern. Und zwar möchte ich eine doppelte Farblos-Energie mal reinnehmen. Und wir speichern und beenden den Part erstmal. Und dann sehen wir, wie die nächste Runde ausgeht beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.